Willkommen zurück, werte Zockerfreunde, zu Let's Play Two Worlds 2. Meine Güte, es ist schon wieder einige Zeit her, aber natürlich habe ich den Faden nicht verloren. Unser Pferd hat sich in dieser Zeit wunderbar amüsiert, in dem Sinne ausgeruht, nicht amüsiert. Es hatte ja seinen Spaß im Pferderennen. Wir natürlich auch, aber wir sind doch jetzt auf der Suche nach, ja, nach Wasser für dieses Dorf hier, ne? Und wir können uns jetzt hier unterhalten. Wo ist das denn? Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, jetzt wollen wir mal eben kurz die Karte öffnen, denn wir dürfen uns mit den Dorfbewohnern unterhalten, die das letzte Mal doch, ja, nicht so, naja, gefügig kann man jetzt schlecht behaupten, aber die mit uns nicht sprechen wollten. So, jetzt gehen wir mal eben kurz nochmal hier hin und gucken doch mal. Der hat doch, genau, er hat das letzte Mal schon mal Dietriche dabei und war doch klar, dass er irgendwann mal, naja, ein neues Sortiment hat, ne? So, die nehmen wir natürlich mit, denn da finden wir so wenig von und ich meine 47 Stück. Das kann sich doch sehen lassen. Hey, sagte. Oh, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. So, und jetzt wollen wir aber mal gucken. So, wir müssen zu den blauen Punkten und ich bin mal gespannt. Wasser. Wer kann uns helfen, Wasser zu finden? Vielleicht der hier am Steg. So, mal eben gucken. Der hat nämlich, meine ich, seinen Salzstreuer das letzte Mal gesucht. Naja, warten wir doch mal ab. Willkommen. Oh, riechst du das auch? Meinst du den Fisch? Nein, ich meine nicht den Fisch. Fisch oder nicht Fisch? Jeder, der essen mag, sollte auch das natürliche Aroma seiner Zutaten zu schätzen wissen. Naja, ich weiß ein schönes Steak zu schätzen. Steak. Ich habe gleich gesehen, dass du ein echter Gourmand bist. Oh, da kriegt man Hunger. Ich hätte da etwas ganz Besonderes für dich. Du findest es hier in der Savanne und einige nennen es den Reis der Wüste. Na, was meine ich wohl? Oha, den Reis der Wüste. Lass mich raten, Termiten, grober Wüstensand, nee. Zerriebene Baumrinde, nee. Oh Gott, ich ahne ja Böses. Ja. Termiten, hä? Lass mich raten, Termiten? Genau. Dann hast du sie schon mal probiert? Nicht dein Ernst, oder? Also ich bevorzuge eher gewöhnliche Kost. Na, was ist schon gewöhnlich in der Savanne? Termiten sind nahrhaft und lecker. Und durch den hohen Wassergehalt wirst du nie verdursten. Man kann sie mit einer knusprigen Weintraube vergleichen. Eine Termite pro Stund hält Geist und Körper gesund. Ach, sie enthalten Wasser? Oh ja. Termiten bauen ihre Hügel immer in der Nähe von Wasserquellen, damit sie es nicht so weit transportieren müssen. Deshalb findet man sie in der Nähe der Akazien rund ums Dorf. Gut zu wissen. Allerdings. Ja, dann wünsche ich doch mal noch einen, ja, guten Appetit. Meine Güte, also so ein Steak habe ich natürlich überhaupt gar nichts dagegen. Das ist wirklich lecker, ne? Um Gottes Willen, jetzt alle Vegetarier. Ich meine, so tolerant bin ich, ich habe nichts dagegen, aber das solltet ihr dann auch bei mir akzeptieren. Ich mag Fleisch. So, tut mir leid, da haben wir wieder einen angerempelt. So, und das gibt's, ist doch klar, natürlich, die Termiten dann, die ja, ihre Bauten am Wasser, ja, in dem Sinne, oh, da haben wir Pflänzchen. Ja, aufbauen ist natürlich hier dieser, ein Insektenkundler, oder? Der weiß bestimmt mehr darüber. Würdest du es als sehr unhöflich empfinden, wenn ich meine Ruhe haben möchte? Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Ich war nur neugierig. Neugierig? Nun gut, einer verwandten Forscherseele kann ich wohl kaum zum Vorwurf machen, dass sie von diesen wundervollen Kreaturen ebenso fasziniert ist wie ich. Welche Kreaturen? Termiten natürlich. Ganz außergewöhnliche Wesen, in der Tat. Kannst du dir etwa vorstellen, dein eigenes Körpergewicht zu tragen? Völlig ohne Magie, versteht sich. Und das ist erst der Anfang. Ja. Wie, um Gottes Willen? Nee, überaus faszinierend. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, ne? Ihr ganzen Fans da draußen mit den Insekten. Also, natürlich, manche mögen sie nicht, ne? Ist ja auch eine Frage des Geschmacks, aber überaus faszinierend. Überaus faszinierend. Oh, ich könnte tagelang weiterreden, aber ich muss zurück an die Arbeit. Ich würde dich ja bitten zu bleiben, aber ich fürchte, das würde mich zu sehr in meiner Konzentration stören. Ach komm. Sehr bedauerlich. Andererseits, wann trifft ein Insektenforscher schon mal einen Kollegen?
Hast du gewusst, dass ein Termitenhügel 5-mal so hoch wie ein Mensch werden kann? Oh, das wären beinahe 3 Orks oder 12 Zwerge. Und sie können unter den widrigsten Bedingungen überleben, selbst bei dieser Dürre. Sie ziehen Wasser aus den Wurzeln der Bäume. Ich bin nicht wirklich... Ich verstehe. Natürlich hast du das alles längst herausgefunden. Aber sicher wird dich meine neueste Veröffentlichung interessieren. Ich habe ein paar Exemplare meines neuen Buches dabei. Dann können wir uns später über unsere Standpunkte austauschen. Später klingt bestens. Dann kann ich noch darüber nachdenken, was du gesagt hast. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Suche nach Wasser bei den Termitennestern im Akazienhain. Achso, okay, die Bäume. Ja, klar. Moment, der hat aber wohl ein Buch dabei. Das wollen wir uns natürlich auch holen. Hey, hier, Kollege. Oh, du bist. Ich bin noch mitten in einer interessanten Untersuchung. Ich habe mich gefragt, ob es in deinem Buch noch mehr Informationen darüber gibt, wie Termiten Wasserspeicher in ihren Nestern anlegen. Aber verehrter Kollege, keine Nester... Hügel. Und man kann tatsächlich in meinem Buch darüber nachlesen. Nur 25 Auras. Der Erlös kommt dem guten Zweck der Termitenforschung zugute. Ja gut, 25 Auras ist nicht viel, werden wir auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Na, dann werde ich mal einen Blick reinwerfen. Mein erster Leser. Ich bin entzückt. Ja, und selbst wir, ich meine, ich muss dazu sagen, toll, also wirklich klasse Dialog, ne, wie nett der Held geblieben ist, obwohl es ihn überhaupt gar nicht interessiert, aber uns interessiert es, denn wir sollen ja Wasser suchen. Und siehe da an, etwas Lektüre, jetzt wollen wir doch mal gucken, allgemeine Beschreibung, die Bedeutung vom Wasser, Kapitel 2, das ist gut, Reproduktion und natürlich, ja. Okay, dann würde ich doch sagen... Da ich ja weiß, dass nicht unbedingt immer alle alles gerne vorgelesen bekommen und es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer zu lesen ist, anhand der Lücken, die auch manchmal aufkreuzen, werden wir uns doch nur mal die Bedeutung von Wasser widmen aus dem Kapitel 2. Ne? Und, boah, was ist denn das denn für ein Name? Fahara Mihira? Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Also, Fahara Mihira, der berühmte Astronom, hat in seiner wegweisenden Arbeit Brihat Samhita die wesentliche Rolle von Termitenhügeln als Indikator für das Vorkommen von Grundwasser betont. So führt Mihira aus, dass Süßquasser. Jetzt geht's los. So führt Mihira aus, dass Süßwasserquellen auffallend häufig in der Nähe von Termitenhügeln zu finden wären. Der Wasserbedarf der Insekten ist grundsätzlich ausnehmend hoch, sodass er diesbezüglich ein plausibler kausaler Zusammenhang konstruiert werden kann. Interessant. Verzeiht natürlich die Sprachfehler und da habe ich auch direkt wieder ein Kloß im Hals, aber nichtsdestotrotz, ne? Die Termiten benötigen das Wasser jedoch nicht nur als Lebensgrundlage und zum Schutz vor Austrocknung, sondern beispielsweise auch, um ihre Bauten in enormer Schnelligkeit zu reparieren. So, da finden wir also dann bestimmt Wasser. Hierzu wird angefeuchtetes Erdreich vom Grund des Hügels an den benötigten Ort transportiert und zum Verschließen der Bruchstelle eingesetzt. Die Termiten erweisen sich bei der Wassersuche als außerordentlich einfallsreich und sind in der Lage, die vielfältigsten Wasserquellen zu erschließen. Etwa wenn es darum geht, unterirdisches Grundwasser anzuzapfen. Ole! Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Auffällig ist auch, dass sich Termitenhügel insbesondere im Lebensraum der Savanne häufig im Bereich von Akazienwäldern befinden. Wunderbar. So, wie gesagt, macht mal eben die Pause-Taste, allgemeine Beschreibung, mal eben kurz fix drüber lesen. Okay, die erklären die Termite, darüber weiß ich persönlich natürlich nicht so viel, aber ich habe das letzte Mal eine nette Doku gesehen über Ameisen, so einmal die Reproduktion. So, das Königspaar bleibt bis zum Ende dann. 2000 Eier pro Tag, das ist natürlich nicht schlecht. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen Lektüre. Wie gesagt, ich lese jetzt nicht alles vor. Der Lebenszyklus der Wüstentermite. Aber wie gesagt, ne, die Ameisen habe ich mir das letzte Mal angeguckt. Sehr interessant. Diese Insekten haben es doch wirklich drauf. So, jetzt müssen wir uns doch hier mal angucken, wo ist die Null? So, Herr Moma, eben räuspern. So, und dann sind wir auch direkt wieder. Wir haben doch, ja, sag ich doch...
Da sind wir nämlich, meine ich, schon mal entlang gegangen. Und da werden wir doch auf jeden Fall mal eben den Teleporter benutzen. Ne, die schnellste Reisemöglichkeit, um dorthin zu kommen. Automatische Speichern. Ja, mach du ruhig mal, Freund. So, und dann wollen wir uns doch mal umgucken. Wo müssen wir hin? Ja, die haben den Platz übernommen und graben nach Wasser. Befreie das Gebiet von den Warns. Alles klar. Das heißt, wir müssen Warns schnetzeln und... Oh, da hat uns doch direkt der Erste schon gesehen. Das ist natürlich nicht so gut. Und das ist ein... Oh, ein Schamane. Mal was ganz Neues, Freunde. Oh, da haben wir ja richtig gut getroffen, ne? Ja, da Pfeil und Bogen. Also irgendwann hört die Zeit dann auch mal wirklich auf. Sag mal, das kann doch nicht sein. Hörst du auf, rumzuzappeln? Aha. Na gut, dafür halten die Schamane aber nicht so viel aus, ne? So, den möchte ich nicht. Nee, komm. Geh mal rüber. Na, hat uns einer gesehen? Nee, ich glaube nicht. Komm, mach mal hier Doppelfeil. Irgendeinen treffen wir doch, oder? Ja, sag ich doch. Oh. Und da hat uns der Kollege auch direkt entdeckt hier, der Bogenschütze. Ja. Ah. Oh, jetzt kommen sie aber näher. Ich weiß nicht, wie weit sie uns verfolgen. Das ist ja immer das Blöde an der ganzen Sache. Jetzt wechseln wir mal eben kurz das Set und dann wollen wir doch mal hier schön rein. Ja. Die kriegen wir doch mal eben umgehauen. Nummer 1, direkt mal einsammeln. Wunderbar. Nummer 2. Das ist gut. So, weißt du was, Kollege? Du kriegst jetzt mal richtig hier einen rein. Na, bleibst du hier? Hoffentlich lohnt sich. Nee, jetzt kommen da doch einige mehr. Ich habe ein bisschen Respekt vor den Schamanen, weil es sind ja auch, ja, in dem Sinne... ganz, ganz große Magier und... Oh, nee. Oh, schnell Heiltrank. Eieiei, da musste ich mir mal umsetzen. Da sind wir noch auf N. Nee, das machen wir definitiv nicht. Die, wow. Die Schamanen holen wir uns einfach mal aus dem guten Fernkampf. Genau, bleibt da mal schön stehen. Was, die heilen sich? Was war das für ein Zauber? Das war jetzt kein Heilzauber, oder, Freunde? Und noch der Bogenschütze oben drauf. Sehr schön. Oh, der trifft uns nicht, ne? Ja, wunderbar. So, aber dich holen wir uns. Oh, der war kritisch, oder? Eieieiei. Jetzt stelle ich mich auch natürlich wieder an. So, das war's mit dir. Sehr schön. Eieiei, Mensch. Da sind wir echt noch ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Oder wie sagt man dazu? Wir schwächeln ein bisschen. Aber jetzt hat uns direkt der Nächste gesehen. Ja, komm mal her. Komm her, Kollege. Aber so viel halten sie ja gar nicht aus. Ich meine, wir sind doch schon wirklich stark, ne? Tja. So, der Nächste da hinten. Ich hoffe, wir treffen irgendwas. Nee, da hinten bitte. Ach, dann haben wir wieder ganz viele geholt. Oh, was war das denn? Irgendein magischer Effekt. Oh, der hat uns fast getroffen. Ja, die Nahkämpfer nehmen wir natürlich auch im Nahkampf, ne? Komm her. So. Na, boah, dicke Zweihand. So, jetzt wieder direkt umwechseln. Genau, so soll's sein. Boah, das war knapp. Hätte uns fast direkt nochmal getroffen. Ja, geht doch. Wunderbar. Und ich mache mir hier noch Sorgen. So, treffen wir den da hinten? Ja, den haben wir getroffen. So, dann kommen wir auch mal hergeschaukelt. Und da hinten haben wir dann noch einen. Den nehmen wir dann einfach im Nahkampf, ob es ein Schaman ist oder nicht. Wir müssen ja unsere Grenzen kennenlernen. So, eingesammelt. Boah, die haben hier richtig viel dabei, ne? Oh, da musst du ja mal eben kurz zwischenladen, Freunde. So, Set gewechselt. So, eine Attacke. Gib ihm. Na, jetzt... Oh, der blockt ja auch. Ja, nicht schlecht. Na, komm schon. Ach, jetzt hör auf hier zu blocken. Wir können den Block... Genau, durchbrechen. Hör auf damit. So. So, die Stelle mit neuen Frischwasserquellen ist jetzt sicher. So ist die das, ja. Haben wir noch ein Blümchen vergessen oder wachsen die auch nach? Ich weiß es gar nicht, Freunde. Müsste ich mich mal drüber erkundigen. Das wäre natürlich ideal und eigentlich auch real, ne? Ich meine, wenn so ein paar Blümchen nachwachsen. Aber jetzt sind wir hier fertig. Jetzt können wir eigentlich zurück zu Altan, ne? Ja, dann würde ich das sagen. Direkt Teleporter und einmal zurück. Geht rucki zucki. So, automatische Speichern müssen wir natürlich eben kurz fix warten. Das macht er anscheinend jedes Mal, wenn wir uns teleportieren. Mm. Naja. Ah, hier haben wir noch welche. Wachsen die wirklich nach oder waren wir hier noch nie? Ich weiß ja nicht. So, der alte Altan, da ist er doch. Kollege, nee, komm mal runter. Auf der Treppe sieht das so doof aus. Ne, man unterhält sich doch nicht so. So, jetzt aber, komm her. Hast du Neuigkeiten? Ich glaube, ich habe Trinkwasser für euch gefunden. Bei den Akazien und den Termitenhügeln. Nicht zu verfehlen. Im Ernst? Gut, es ist kein fertig gegrabener Brunnen, aber wird seinen Zweck erfüllen. Das ist ja... Das ist einfach... Es ist wunderbar. Ich mache dir ein Zeichen auf deiner Karte. Lass deine Leute hier graben.
Ich werde auf der Stelle jemanden losschicken. Jetzt kannst du den Handel mit Alima wieder aufnehmen. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Es ist nicht meine Entscheidung. Was? Bitte was? Ich bin zwar Dorfvorsteher, aber ich muss meine Entscheidungen mit jemandem abstimmen. Also mit wem? Ich kann es dir nicht sagen, wirklich. Ich geh zum Leuchtturm. Dort wirst du jemanden finden, der dir mehr verraten kann. Boah, ich glaub's ja nicht. Da machen wir ein Pferderennen, dann besorgen wir jetzt im Dorf hier noch neues Wasser und der Altern freut sich und dann so etwas. Da habe ich noch einen Sprachfehler im Vorlesen und verliere ganz den Text aus den Augen. Und dann so etwas. Meine Güte, das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, jetzt laufen wir erstmal zurück und sagen den Leuten Bescheid hier, gerade unserem werten Kollegen, ne? Der geschätzte Kollege, der so fleißig hier die Termiten studiert, den werden wir doch eh mal Bescheid sagen, dass das funktioniert hat. Hast du mein Buch schon gelesen? Ja. Ja, es war ein bisschen, wie soll ich sagen, ausschweifend, aber informativ. Der Kollege hat offenbar ein geschultes Auge für Fachliteratur. Tja, offenbar. Dann danke ich für diese fundierte und kollegiale Kritik und wünsche dir noch viel Erfolg bei der eigenen Forschung. Ja, danke schön. Dir natürlich auch, ne, werter Kollege. So, und dann werden wir natürlich mal eben kurz ans Wasser gehen. Oh, ich weiß ja nicht, was der da futtert und was dann so stinkt. Ne? Ich will hoffen, dass jetzt keine Termiten sind, aber dem sagen wir dann auch mal eben Bescheid, denn wir müssen eh zum Leuchtturm. So schön in der Nacht, da gehe ich ja echt ungern ins Wasser. Ich meine, gut, ist halt ja nur virtuell. Aber, naja, das gute Wasser, ne? Wir haben bisher noch keine Kreaturen angetroffen. Ich hoffe, da passiert auch nicht. Aber, naja, warten wir mal ab. Oh. So ein Zufall. Ich habe gerade an dich gedacht. Na, wirklich? Wieso das? Mich kann man nicht essen. Ich habe mir überlegt, ob ich dich nicht für frische Termiteneier bezahlen soll. Fürs Ausbrüten? Nein, fürs Dressing. 10 Hände voll für 100 Auras. Ja, ich weiß nicht. Wir haben es ja schon gemacht. Ich meine, meinen Arm in einen Termitenhügel stecken, nicht meine Vorstellung von Arbeit. Ach komm, ne? Ich meine, ne, Survival-Training, wir machen's. Ich behalte es im Hinterkopf. Denk dran, dass du sie nicht in geschlossenen Behältern transportierst. Und da wir ja, glaube ich, schon welche gesammelt haben, werden wir uns direkt nochmal mit dem unterhalten. Oh, was macht der denn da? Hör mal, Kollege, ich wollte mich mit dir unterhalten. Jetzt warten wir mal eben kurz. Ist ja unhöflich, ne, dabei zu stören. So, jetzt sind wir doch mal. Und es wird doch gerade so schön hell. Ich meine, genießen wir doch einfach mal die Zeit mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Wo geht denn die Sonne auf? Da hinten irgendwo, ne? Schade, sehen wir jetzt gar nicht. Das ist bestimmt richtig hübsch. Oh, Kollege, bist du da mal fertig? Wir haben keine Zeit mehr, ich muss weg. Ah, gerade rechtzeitig. Ich war gerade dabei, den leckersten aller Salate anzurichten, in Erwartung deiner Rückkehr. Ich hab die Eier, aber die verdammten Dinge haben angefangen, sich zu entwickeln. Ah, gut. Das gibt eine wunderbare Soße. Mir wird gleich schlecht. Dann nimm dein Geld und verschwinde aus meiner Küche. Ich habe ein neues Rezept entwickelt, während du unterwegs warst. Und? Angebrannt? Ja, ich meine nein, nur ganz leicht. Tja, das kommt in den besten Familien vor. Nicht in meiner Familie. Was immer das heißen soll. Bring mir lieber noch 30 Handvoll für 300 Eier. Ich meine Auras. Oh, 30 Stück, ja. Von mir aus, aber warum so viele? Das wird eine Überraschung. Für uns beide. Oh, Freunde, ich weiß ja nicht, was der da für Zutaten hat, wenn ich den da so zuschaue, aber, oh, ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt einen Cut, ich brauche da eine Pause. Ich muss mal schnell auf Toilette, Freunde. Ich hoffe, es hat gefallen. Daumen nach oben, Kommentare nach unten und bis zum nächsten Mal. Oh, schlimm.